بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في دراسة أبواب كتاب التوحيد، يعني المقصود من هذه الأبواب أو من هذا التأليف. نعم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen und der Friede und Segen seien auf den Netzen der Propheten. Wir beginnen heute mit dem Buch des Tauhids, des Eingottglaubens, und wir werden die verschiedenen Kapitel durchnehmen. Und was ist das Fazit aus diesen Kapiteln? قبل أن نبدأ بالدراسة لابد من معرفة أمور مهمة جدا عندنا. الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ ولماذا مثلا ما نقدم الآن هنا دراسة الفقه أو علم اللغة العربية مثلا النحو أو اللغة الألمانية أو الكمبيوتر أو ما إلى ذلك، لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. Bevor wir beginnen, müssen wir wichtige Sachen lernen und klarstellen. Und zwar, warum lernen wir diesen Eingott? Warum lernen wir zum Beispiel nicht das Verständnis in der Religion oder das Erlaubte und Verbotene oder die deutsche Sprache oder etwas über die Computer? Warum lernen wir gerade dieses Thema? Na, خلقنا حتى نوحد الله سبحانه، لم تخلق لا للأكل ولا للشرب ولا للعب ولا لغير، خلقت حتى تعبد الله سبحانه وعبادة الله سبحانه وتعالى هي التوحيد. نعم. Der Grund ist, wir wurden dazu erschaffen, Allah anzubeten mit diesem Eingottglauben, mit diesem Tawhid, nicht um nur zu essen und zu trinken und zu schlafen. نعم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. لا تقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. نعم. Allah nimmt keine Tat an, außer durch diesen Eingottglauben. Jede Anbetung, die du machst, wird nur durch diesen Tawhid angenommen. ولهذا في أي عبادة من العبادات شرط قبول أي عبادة من العبادات دائما في شروط الصلاة يقول أول شرط الإسلام، في شروط الوضوء أول شرط الإسلام، في شروط الصيام الحج الزكاة أول شرط هو الإسلام. مفهوم؟ نعم. Und deswegen ist die erste Bedingung für jede Tat im Fiqh, also im Verständnis der Religion, ist die erste Bedingung bei jeder Tat der Islam. Das heißt, die Person, die zum Beispiel die Pilgerfahrt machen will oder beten will oder fasten will, muss erstmal Muslim sein. لا يدخل الجنة إلا موحد. Und es tritt nur ins Paradies ein derjenige, der Allah einzig angebetet hat. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. Und dieser Eingottglaube wird am Tag der Auferstehung ein Grund dafür sein, dass der Prophet für dich Fürsprache hält. تكثير الحسنات تكثير السيئات. Und das wird deine guten Taten vermehren und deine schlechten Taten tilgen. لو سألك أي إنسان وقال هل أنت موحد؟ نعم. Wenn ich irgendjemand fragen würde, bist du einer, der Allah einzig anbetet, was sagst du? يقول بين لي هذا التوحيد. تقول لا أدري. هذا معناه انه عندما قال نعم انا موحد هذا شهاده الزور كذب. نعم لابد يعرف التوحيد. نعم. Wenn du jetzt als Antwort ja sagst und diese Person dich fragt erklär mir diesen Tawhid, erklär mir diesen Eingottglauben und du weißt es nicht, dann hast du gerade eben gelogen und hast ein falsches Zeugnis abgegeben. ثم لو قال لك قائل هل انت مشرك؟ تقول اعوذ بالله انا لست مشرك. نعم. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, bist du ein Götzendiener? Sagst du, ich suche Zuflucht bei Allah, ich bin das nicht. طيب من هو المشرك؟ ما هو الشرك؟ فإذا عرف الشرك هذا معناه أنه يعرف الشرك وبهذا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مجتنبا له، وإذا كان لا يعرف الشرك نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. Wenn er jetzt gefragt wird, was ist denn dieser Schirk, also dieser Götzendienst, und er kann ihn erklären, dann bedeutet das wirklich, dass er ihn kennt und sich davor geschützt hat. Aber wenn er nicht weiß, was es ist, dann kann es sein, dass er schon da reingefallen ist und er weiß es nicht. إذن لابد من دراسة التوحيد. نعم. Also es ist Pflicht für jeden, diesen Eingottglauben zu lernen. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واتباع من بعدهم. Und das war der Aufruf von allen Propheten und Gesandten und allen Nachfolgern von ihnen, und zwar der Eingottglauben.
هذا الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ نعم. Das ist der erste Aspekt. Warum lernen wir den Tawhid? طيب لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. Und warum lernen wir dieses Buch von diesem Gelehrten Muhammad ibn Abdul Wahhab, das Buch des Tawhid? لأننا طلاب، والطالب لابد يرجع في الدراسة إلى أهل الاختصاص، فرجعنا إلى اختصاص العلماء. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذا من أهم الكتب التي لابد أن تدرس التوحيد. نعم. Weil wir alle noch Schüler sind und der Schüler muss sich an die Bücher von großen Gelehrten wenden, die sich in diesem Thema spezialisiert haben. Und es ist ein Buch von diesem Gelehrten, worüber die Gelehrten sagen, man muss das lernen in diesem Thema. كثرة الشروحات عليه تدل أن هذا الكتاب له قيمة عند العلماء. Und die vielen Klarlegungen dieses Buches und die vielen Autoren, die über dieses Buch geschrieben haben, das zeigt, dass dieses Buch einen großen Wert hat bei den Gelehrten. لا يوجد في هذا الكتاب إلا قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة رضي الله عنهم. لا يوجد فيه كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. كل ما في هذا الكتاب أدلة من كتاب وسنة وقال السلف الصالح. نعم. Und in diesem Buch findet man nur Aussagen Allahs und des Gesandten und der Gefährten. Kein einziges Wort von dem Autor selber, sondern er hat nur die Worte von Allah und seinem Gesandten überliefert. مؤلف هذا الكتاب إمام شهدت له الأمة بالتقوى والصلاح. Und der Autor dieses Buches ist ein Vorbeter und ein Vorbild, dem die ganze Nation des Islam Zeugnis abgelegt hat über seine über sein Wissen und über seine Gottesfurcht. معاصر وبهذا عرف الأشياء والأمور التي تقع في هذا الزمن وحذر منها في هذا الكتاب. نعم. Und erzählt zu unserer Epoche, zu unserer Zeit. Das heißt, er weiß alle Dinge, die heute passieren sozusagen, und hat darüber dann das Buch geschrieben. حسن التبويب والترتيب والتصنيف. نعم في هذا الكتاب. Und er hat dieses Buch sehr schön gegliedert in guten Kapiteln und in guten neuen Toren geöffnet. نعم. وسنرى بإذن الله تعالى. Und wir werden das noch sehen selber. طيب بعد هذا لو قال لك قائل هؤلاء من يتكلم بهذا وغيره هؤلاء وهابية وهذه الوهابية فرقة جديدة. نعم. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, also und über sich beschweren würde und sagen würde, das sind eine Gruppe, die entstanden ist, die neu ist und sie nennt sich Wahhabiyya. نقول هذا الكلام هو كلام من يعادي الدين لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا عنهم وقالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه كاذب وكاهن وساحر. نعم. Das ist, wer so redet, das ist, er redet wie jemand, der die Religion befeindet. Warum? Weil alle Propheten und Gesandten, auch unser Prophet Muhammad, wurde beschimpft mit Lügner und Zauberer und Dichter. ثم بعد هذا أخذوا يتكلموا على الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم تكلم على الأئمة الأربعة وتكلموا على علماء السنة وكانوا يرمون هؤلاء أي علماء أهل السنة بألقاب حتى ينفر الناس عنهم. نعم. Und nicht nur die Propheten, sondern auch die Gefährten und die Schüler der Gefährten und deren Schüler und die vier großen Imame und die großen Gelehrten dieser Umma. Alle schlechten Menschen haben diese Leute beleidigt und befeindet und ihnen sogar Spitznamen, schlechte Namen gegeben, damit sie die Leute von ihnen fernhalten. فإذا قال لك قائل احذر من الوهابية أو احذر من كذا تقول له اسمع تعرف من الوهابي؟ نعم. Wenn jemand also zu dir sagen würde, pass auf vor den Wahhabiten, pass auf vor dieser Gruppe, dann musst du erstmal zu ihm sagen, hör mal zu, weißt du überhaupt, wer die Wahhabis sind? الوهابي أنا وأنت. نعم. Du sagst zu ihm, ich und du, wir sind beide Wahhabis. كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك وقال عنه وهابي. Jeder, der den Menschen den Eingottglauben beibringt und sie vor dem Götzendienst, also dem Schirk, warnt, ist ein Wahhabi. هل تدعو للتوحيد وتحذر من الشرك؟ لابد تقول نعم. إذا أنت وهابي. نعم. Bist du jemand, der zum Eingottglauben aufruft und vor dem Schirk warnt? Wenn das so ist, dann sagst du ja und dann bist du also Wahhabi.
لكن لا يوجد أحد في الواقع، لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا من جاء بعد الشيخ يقول أنه وهابي. نعم، لكن هم قلنا لقبوا هؤلاء بالوهابية حتى ينفر الناس عنهم. نعم. Aber in der Tatsache, in der Wirklichkeit findet sich keiner, der den Eingottglauben umsetzt, oder selbst der Scheich nicht, und der sich selber Wahhabi nennt. Aber wir haben gesagt, diese Menschen, die schlechten Menschen, die nennen immer Spitznamen, schlechte Spitznamen, um die Menschen davon fernzuhalten. ثم أن هؤلاء أرادوا أن يقدحوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإذا هم يمدحوا كيف؟ لأن الوهابية نسبة إلى من؟ إلى الوهاب، والوهاب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. Als nächstes haben diese schlechten Menschen vergessen, dass sie wollten schlechten Namen geben diesem Mann, aber sie haben ihn gelobt, weil sie haben ihn Wahhabi genannt. Und wer ist denn der Wahhab? Das ist Allah. ننظر إلى سبب العداوة بين هؤلاء وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سبب العداوة هو شيء واحد، التوحيد. أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يعلق الخلق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. وأبى هؤلاء إلا أن يعلقوا الخلق بالخلق، نسأل الله عليه وسلم. نعم. Und nun schauen wir uns den Grund an, warum besteht überhaupt so eine Feindschaft zwischen diesen Menschen und zwischen diesen Gelehrten. Der Grund dafür ist, dass dieser Gelehrte, Muhammad ibn Abdul Wahhab, er wollte die Menschen binden mit Allah, aber sie verneinen das und wollen die Menschen binden mit den Geschöpfen. Und sie haben viele Lügen über ihn erfunden und viele Sachen über ihn gesagt. ونحن والله لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عن الأئمة الأربعة أو عن يعني علماء أهل السنة، لا ندافع عنهم لأنهم فلان وفلان وفلان، لا، ندافع عنهم لأن هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة، والطعن فيهم طعن في من؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Und wir verteidigen diese Gelehrten, seien es die großen Imame oder heutigen Gelehrten. Wir verteidigen sie nicht wegen ihren Namen oder Abstammung. Nein, wir verteidigen sie, weil sie die Gelehrten von Ahlus Sunna wal Jama'a sind, weil sie zu beleidigen bedeutet, die Sunna zu beleidigen. قالوا عن الشيخ أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Sie haben über ihn erzählt, also diese Lügen erzählt, dass er zum Beispiel nicht dem Propheten صلى الله عليه وسلم liebt. طيب. هو يقول أن الذي لا يصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير في الصلاة فصلاته باطلة، يرى أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لو تركها الإنسان حتى لو جاهلا أو ناسا فالصلاة باطلة. Aber ist derjenige unter den Gelehrten, dessen eine Ansicht folgend laut, und zwar das letzte Bittgebet am Ende des Gebetes. Dieses Salat Ibrahimiyya, wo man Segenssprüche bringt über den Propheten Ibrahim und über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieses Gebet, Bittgebet, bei ihm ist Pflicht. Das heißt, wenn das jemand vergisst, absichtlich oder unabsichtlich, dessen Gebet ist ungültig. Alafa fi sirat an-Nabi alayhi salatu wassalam. Na'am. Und er hat ein Buch über die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben. وذكر وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق. Und er hat darin erwähnt, dass es Pflicht ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben und dass man seine Liebe vor jeder anderen Liebe der Geschöpfe stellen muss. نعم. بعد هذا إذا أردنا أن ندرس هذا الكتاب لابد أن نعرف محتواه. يعني نفهرس هذا الكتاب ونقسم هذا الكتاب ونعرف ما فيه. نعم باختصار. Und bevor wir jetzt dieses Buch nochmal erläutern, müssen wir erstmal das Verzeichnis kennen und wissen, was da drin ist. فهذا الكتاب والله أعلم يحتوي على أقسام عشرة. نعم. Und dieses Buch lässt sich in 10 Teile teilen. وهي أقسام كم؟ عشر. نعم. Es sind genau 10 Teile. الأول مقدمة.
المقدمة لهذا الكتاب وتحتوي على 5 أبواب. نعم. Der erste Teil ist das Vorwort dieses Buches und es besteht aus 5 anderen Teilen. القسم الثاني تفسير التوحيد، تبيين التوحيد. نعم. Der zweite Teil des Buches ist die Erläuterung des Tawhid, also die Klarlegung des Tawhid. القسم الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الصالحين ولا أحد. نعم. Der dritte Teil des Buches besteht aus Beweisen und Argumenten dafür, dass keiner außer Allah angebetet werden darf, dass jede Anbetung außer Allah ungültig ist. ثم ذكر في القسم الرابع أسباب وقوع الكفر ووقوع الشرك في الأمة. لماذا؟ لأن لو عرفنا هذه الأسباب اجتنبناها. نعم. Als vierten Punkt, als vierter Teil hat erwähnt die Gründe und Ursachen, warum in dieser Nation des Propheten Unglaube und Götzendienst gefallen ist. Wenn wir die Ursachen kennen, dann können wir sie auch von uns fernhalten. أيضا في القسم الخامس ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دحض حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يمكن أن يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية. نعم. هذه شبهة عندهم. نعم. عند أهل الشرك. Der fünfte Punkt ist, er widerlegt das Argument derjenigen, die sagen, es ist unmöglich, dass der Götzendienst unter den Muslimen passiert oder dass der Götzendienst auf der arabischen Halbinsel passiert. Denn das ist ein Zweifel, den sie haben. نعم. ثم جاء بالقسم السادس بالأعمال الشيطانية بالسحر والكهانة والتطير والنظر في النجوم. نعم. Im sechsten Teil des Buches erzählt die verschiedenen Formen des Unglaubens, wie zum Beispiel, dass man zaubert oder dass man sich nach den Sternen richtet und so weiter. نعم. ثم القسم السابع أعمال القلوب. الخوف والرجاء والتوكل والمحبة. Der siebte Teil des Buches erklärt die Taten der Herzen, wie zum Beispiel die Hoffnung und die Furcht und die Liebe. ثم القسم الثامن الأسماء والصفات وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. Der achte Teil des Buches besteht aus den Namen und Eigenschaften Allahs und dass die Pflicht daran zu glauben. ثم القسم التاسع ذكر فيه المناهي اللفظية أشياء ينهى عن التلفظ بها والألفاظ عندنا بعض الألفاظ شركية وبعض الشركيات وركز على الشرك الأصغر لأنه خفي وعلى كفر النعمة. نعم. Und im neunten Teil hat uns erwähnt die kleinen Arten des Schirk und hat verschiedene Wortlaute oder Sprechwörter erwähnt, die nicht erlaubt sind, in denenen dieser Schirk enthalten sind. Und hat sich den kleinen Schirk gekümmert darum. Warum? Weil dieser kleine Schirk sehr versteckt ist. مناهي اللفظية وألفاظ شركية. نعم. Also verbotene Sprechwörter. المناهي اللفظية ألفاظ منهي عنها وألفاظ شركية. Wörter, die einen in den Götzendienst treiben. وركز في هذا القسم على الشرك الأصغر لأنه خفي. Und hat in diesem Teil sich spezialisiert auf den kleinen Schirk, weil verborgen ist. وعلى كفر النعمة. Und dass man die Gnade Allahs verleugnet. نعم. ثم القسم العاشر ذكر فيه خاتمة لهذا الكتاب المبارك. نعم. Und im zehnten Teil hat er einen Abschluss über dieses gesegnete Buch.